Hallo und herzlich willkommen zurück zu Street Wars Constructor Underworld im Freeplay-Modus auf der Steam-Version oder in der Steam-Version. In der letzten Folge haben wir hier ein kleines Geistproblem, aber das ist ja ein schöner Boden hier. Das stört die Nachbarn ja auch anscheinend nicht, wenn da ein paar Gräber im Nachbarsgarten sind. Das ist anscheinend komplett normal hier. Ansonsten würden wir jetzt gerne zu mehr Geld kommen. Ein paar Fässer wären auch noch ganz praktisch. Und hier das Gelände würde ich gerne freiräumen, sobald wir hier unseren ersten Level 3 Mieter haben. Theoretisch könnte ich das auch jetzt schon machen. Und warum gehen die eigentlich alle zu mir ins Krankenhaus? Anscheinend, weil das einzige Krankenhaus hier in der Gegend ist. Slaughterhouse klingt ganz okay. Da drüben wäre eine Razzia, ist mir auch relativ schnuppe. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem Baum im Garten? Wurde der Stress tatsächlich ein bisschen reduziert, aber nicht so viel, wie ich es mir eigentlich erwartet hatte. Komisch. Wirklich, wirklich komisch. So, wir sind jetzt wieder im Minus vom Geld. Das sollten wir im Auge haben. Use 3, das heißt, ich kann hier noch einen Baum hinpflanzen. Und jetzt erstmal schön alles produziert. Ich muss zu mehr Geld kommen. Wie komme ich zu mehr Geld? Momentan pendelt das Ganze zwischen, wir haben wenig Geld und wir haben extremst viel Geld. Plus momentan pendelt das auch zwischen, wir haben überhaupt kein Geld und wir haben noch weniger Geld. Das heißt, ich muss vielleicht einen Kredit aufnehmen. Würde aber gerne das Gebäude hier übernehmen. Dann gehen wir da schon mal hin. Werde das verkaufen. So haben wir da ein bisschen mehr Geld und könnten auch das erste Level 3 Gebäude hier hinbauen. Auch wenn komische Gestalten hier auf dem Grundstück sind. Aber das können wir dann relativ schleunigst dann wieder reparieren. Möchtest du endlich mal die Geisterfalle dahin platzieren? Anscheinend nicht, okay. Können wir das Gebäude noch rechtzeitig übernehmen, bevor alle kommen? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir fliehen hier mal. Und sagen, Leon, du kannst hier ein bisschen aufräumen. Mit deiner Pistole. So, wir sind jetzt unter 1000 im Minus. Beziehungsweise über 1000 im Minus. Das heißt, ich muss wirklich einen Kredit aufnehmen. Oder ich kann das noch gut genug machen. Kind 4. Das heißt, hier bitte Einkommen generieren. Komm schon, das schafft ihr. So, das haben wir geschafft. Dann können wir das jetzt schön verkaufen für 3700. Ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin etwas. Immerhin etwas. Ich muss wirklich zu mehr Geld kommen. Warum habe ich keine Level 3 gebaut? Ach so, weil ich das hier vergessen habe zum Ausbauen. 6000 bräuchten wir dafür. Ist natürlich auch eine ganze, ganze Menge. Die Billardhalle könnte ich in der Theorie übernehmen. Dann hätte ich hier ein Spezialgebäude und könnte das auch verkaufen. Was mir aber wahrscheinlich auch nicht zu viel Geld einbringt. Einzig, das dauert hier länger mit der Übernahme. Das dauert hier länger mit der Übernahme. Fällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so sonderlich, aber das Gebäude müssen wir auch loswerden. Theoretisch können wir so auch immer zu ein bisschen Geld kommen, wenn wir die gegnerischen Gebäude übernehmen und dann verkaufen. So, hier kann ich ja nichts Gutes bauen. So, hier fliehen wir mal wieder und greifen hier den Handlanger an. So. Funktioniert doch alles prima. Leon, da ist ein feindlicher Gangster. Den solltest du vielleicht wegmachen, wenn es geht. Damit wir das gegnerische Gebäude übernehmen können, beziehungsweise die Billardhalle.
Schaut eigentlich ganz gut aus. Einzig dieses Gebäude würde ich noch gerne ausbauen. Hier die Peepshow. Damit wir Level 3 Gebäude bauen können. So. Zack. Wir erhalten noch ein Fass. Das hier können wir nicht einmal verkaufen. Das ist ganz, ganz toll. So, hier haben wir jetzt unser erstes Spezialgebäude. Das hier werde ich jetzt zerstören müssen. Dachte eigentlich, das kann man verkaufen, aber nö. Anscheinend wohl doch nicht. Anscheinend wohl doch nicht. So, dann geht ihr schon mal hier rüber. Hier würde ich eigentlich auch gerne noch ein paar Gebäude bauen. Eine Trinkhalle zum Beispiel. So, hier eine Trinkhalle hingebaut. Vielleicht so hin. Einzig, ich bräuchte da einen weiteren Pylonen. Oder ich kann einfach den hier umstellen. Ich glaube, das funktioniert so auch. Nämlich, wenn ich den hier weiter nach hier oben versetze und den hier nach hier hin versetze, dann müsste das eigentlich klappen, dass alles hier beschützt wird. So, hier brauche ich eine Distille. Habe ich da eigentlich keine hingebaut? Anscheinend nicht. Okay, eine Distille. Hier brauche ich noch eine Hundehütte. Yeah, best end. Wo ich eigentlich... Da ist er. Mein Fixer, der sollte hier mal ein bisschen reparieren. Eine Drinking Den wird gebaut, so könnten wir wieder zu mehr Geld kommen. Das Ganze wird ein bisschen stressig hier mit dem Geld im Auge. Wir haben auch nicht mehr so sonderlich viele Materialien, das heißt, wir müssten wieder arbeiten gehen. Theoretisch bräuchten wir auch mehr Bauarbeiter, theoretisch bräuchten wir mehr Handwerker, theoretisch bräuchten wir vor allem alles. Bloß, das ist immer leichter gesagt als getan, vor allem, wenn man kein Geld hat. So, hier brauche ich elektrisches Licht und Vorhänge. Ich hoffe, das passt da noch rein. Ja, elektrisches Licht und Vorhänge. Dann könnten wir nämlich das Gebäude auch nochmal ausbauen für die Level 3 Gebäude. Brauchen wir schon wieder... Ach so, stimmt, da war ja was. Ich habe keine Materialien mehr. Sind jetzt aber bloß 3 Stück. Wo ist der vierte? Da ist der vierte. So, zack, zack, zack. Bum, bum. Passt alles, das ist prima. Ah, wie kommen wir zu mehr Geld? Weil so sonderlich gut schaut es gerade nicht aus. Wir müssten halt generell mehr Gebäude bauen. Und theoretisch könnten wir das auch hier oben machen. Auch wenn das hier mehr kostet zum Bauen. Aber da würde ich gerne ein paar Level 3 Gebäude bauen. Anstatt Level 2er. So, ein paar Materialien haben wir. Das heißt, auf, wir bauen fleißig. Und die Frage wäre... zuerst einmal, gefällt euch das Projekt überhaupt? Ich hoffe doch sehr. Und ich habe in der letzten Folge versucht, so ein bisschen über Constructor HD zu reden, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Im Prinzip, Constructor funktioniert ja ein bisschen anders als Constructor, als Street Force Constructor Underworld. Im Sinne von, wir brauchen da immer, ich nenne es mal Trupps. Du brauchst doch keine Druckerpresse, du brauchst einen Generator. Funktioniert ein bisschen anders, aber im Prinzip funktioniert das ungefähr genauso. Du hast deine Arbeiter, du hast deine Fixer, du hast auch Gangster und ähnliche Spezialeinheiten. Das Einzige, wir werden dann... Ja, schon wieder Geister. Diese blöden Geister, die hier überall rumlungern. Diese blöden Geister... So, das Gebäude könnten wir auch upgraden, wenn wir denn genügend Geld hätten, was wir natürlich nicht haben. Das mit dem Geld ist immer so eine Sache. Wir haben keine Level 1 Mieter mehr. Wir haben keine Level 1 Mieter mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz, 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 ganz schlecht.
So ein paar Level 1 Gebäude zum Bauen wäre noch ganz praktisch. Theoretisch könnten wir auch die Tränkhalle hier übernehmen. Weil ich brauche hier wirklich Level 1 Mieter. Wie machen wir das Ganze jetzt? Ich würde sagen, wo sind denn hier zum Beispiel ist Iggy? Iggy könnte hier ein bisschen aufräumen. So, den können wir auch weglocken, genauso wie den. Also so viel zu weglocken. Das war natürlich genauso geplant. Könnten wir zum Beispiel hier reinsetzen. Und die Trinkhalle würde ich gerne übernehmen. Gegnerische Einheiten sehe ich hier zwar ein paar, aber das müsste eigentlich im Rahmen sein. Vielleicht schaffen wir es sogar, das Gebäude noch rechtzeitig zu übernehmen. Ah, schaut sogar. Naja, es würde besser gehen, wenn hier diese blöden Handlanger nicht wären. Wenn diese blöden Handlanger nicht wären, dann wäre das Ganze viel, viel leichter. Level 1 Mieter brauche ich. Woher bekomme ich auf die Schnelle Level 1 Mieter? Ich könnte theoretisch hier da einen Arbeiter umwandeln zu einem Level 1 Mieter. Aber das rentiert sich auch nicht so sonderlich. Das hier könnte ich verkaufen für Geld. Das hier könnte ich upgraden für Geld. Wir könnten da natürlich auch andere Mieter reinsetzen. Vor allem, wir haben schon wieder keine Level 2 Mieter. Wir haben keine Level 3 Mieter. So, ich werde mal hier mit den drei Level 2 Mieter produzieren. Hier würde ich sagen, bleiben wir bei Geld. Und theoretisch hätten wir jetzt, ja, hier einen Sargmacher und ein Flophaus. Und das hier verkaufe ich jetzt mal, damit ich hier neue Gebäude bauen kann. Damit ich hier neue Gebäude bauen kann. Die Frage ist, bauen wir hier einen Sargmacher direkt neben das Krankenhaus? Ich würde sagen, eigentlich ja schon. Warum denn auch nicht? Klingt doch immer ganz nett. Der Sargmacher direkt neben das Krankenhaus, das weckt einfach Vertrauen in die Ärzte. Hier hätte ich noch eine Drinking Den. Hier hätte ich auch noch einen Quacksalber. Theoretisch könnte ich den Quacksalber upgraden. Weil das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen Level 1 Gebäude. Also wirklich unabgegradete, damit wir Level 1 Mieter bauen können. Für alle anderen können wir das aber immer stufenweise machen. Und sobald wir Level 5 Gebäude haben, kann ich auch hier dieses Drinking Den ausbauen. Das... Ja, Mann... Ich brauche hier einen Level 1 Mieter, prima. Zack. Das ist gut. So, einen Sargmacher direkt hier hin. Würde sagen, so ungefähr mit dem Grundstück vielleicht eins größer. Nicht genügend Geld, dafür bräuchte ich 8700. 8000 bräuchte ich. Nehm mal den Kredit auf, auch wenn mir das gerade an der Stelle nicht so sonderlich gefällt. Ja, Mann. Was ist das? Ein Brickyard. Das ist schön. Könnten wir theoretisch auch noch verkaufen. Das gefällt mir gerade alles nicht so sonderlich. Ich könnte auch die Baustelle hier vernichten. Wäre auch eine Idee. Ghosts have taken over. Wo denn überhaupt? Ach, da drüben. Zack. Ein paar Geisterfallen haben wir ja noch. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier die Baustelle räumen und einfach mal so vernichten. Ich habe nämlich keine Lust, hier nochmal extra zu warten. Wir haben eh weniger Gebäude als der Gegner. Das heißt, wir sollten ein bisschen uns beeilen. Bame, bame, bame. Weg mit den Bauarbeitern. So, Gebäude bzw. Baustelle ist zerstört. Das ist gut. Dann können wir hier ja endlich unseren Sargmacher hinbauen. Was auch gar nicht lang gedauert hat. Zack, zack, zack. Prima.
Ach ja, es läuft doch besser als erwartet. Im Prinzip, was könnten wir hier noch groß machen? Die gegnerischen Gebäude übernehmen, das wäre eine Idee. Allerdings würde ich hier gerne dieses Grundstück zuerst mal freiräumen. Beim Rest sollte das eigentlich alles klappen. Das erste Kind ist hier auch gleich fertig. Das heißt, wir haben hier bloß einen. Ach so, stimmt. Da kommen ja drei neue Mieter. Heißt 4, 3, 2, 1. Na, prima. Hier hätten wir auch den fertig. Das ist alles ganz, ganz toll. Einzig Level 1 Gebäude bräuchte ich. Ja, ich weiß. Es könnte sein, dass da was brennt. Wir brauchen Vorhänge, einen Ofen und einen toten Körper. Heißt Vorhänge. Wir brauchen einen ganz normalen Küchenofen, weil einen anderen gibt es ja nicht. Und eine tote Leiche. Vor allem gibt es auch lebende Leichen. Ich hoffe mal nicht. Gibt es hier irgendwo eine Einheit, die schon relativ beschädigt ist? Am liebsten habe ich immer Gangster, weil die ins Gefängnis kommen können. Ich würde sagen, Rot hat zu viele Einheiten. Das heißt, ich räume hier mal ein bisschen auf. Zum Beispiel hier den hier. Den könnten wir dann vernichten und dann darüber bringen. Das klingt doch nach einem Superplan. Blöder Hund. Ich finde das aber toll, dass der Gegner auch Hundehütten platziert. Steuern sind fällig. Ganz, ganz toll. Ist jetzt auch nicht so sonderlich... Ich habe doch Steuern gezahlt. Was willst du? So. Könnten wir auch eine neue Waffe kaufen? Nein, noch nicht. Schade. Aber ich kann hier eine Leiche reinsetzen. Wahrscheinlich entsteht dann eine blöde Kakerlake. Curtains open and one dead body. Schauen wir mal. Manual repair. Nein, das ist es nicht. Das und das haben wir. Das ist gut. Dann brauche ich bloß noch hier diesen blöden Körper. Und ich hoffe, das funktioniert. Weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, im Originalspiel hat das manchmal nicht unbedingt so funktioniert. So, das funktioniert prima. Und natürlich entsteht eine Kakerlake. War ja klar. Was sollten wir denn jetzt noch machen? Ich würde sagen, wir übernehmen jetzt noch ein, zwei Gebäude. Und werden dann... Oder zum Beispiel hier das Schlachthaus, das würde ich gerne übernehmen. Das Schlachthaus würde ich gerne übernehmen. Natürlich. Natürlich. Ich hatte eine Hundehütte vergessen. So, die übernehmen das jetzt natürlich beide gleichzeitig. Ganz, ganz toll. Zack. Bame, bame, boom, boom. Eine gelbe Pylone, schaut euch das mal an. Eine gelbe Pylone, dann die stellen wir mal schön wieder zurück. Möchte hier nämlich ungern schon wieder einen Geist haben. Oh Mann. Wo gehst du jetzt hin? Wo gehst du jetzt hin? Hier hin. Gut. Ja, ich weiß. Ist überhaupt nicht nervig oder so. Immer hier diese blöde Geisterfalle irgendwo hin zu platzieren. So, den habe ich gerne weg. Den einen Arbeiter, das ist jetzt nicht das Problem. Solange hier nicht noch mehr Sachen kommen. Zum Beispiel jetzt kommen alle. Schaffe ich das eigentlich noch? Prima, ich habe es geschafft. Das heißt raus. Jetzt habe ich hier einen Schlachthof. Was mir aber auch nicht so sonderlich viel bringt. Außer die arme Kuh. Gut, du brauchst eine U-Bahn-Station, das ist schön.
Die bauen wir dir auch gleich hin. Das Einzige, warum brennt da drüben? Ist der Gegner zu doof, um Gebäude zu reparieren? Okay, auch ganz gut. Das hier würde ich gerne zerstört haben. Und hier brauchen wir eine U-Bahn-Station direkt vor seiner Haustür. Ich würde sagen, das machen wir dann so. Natürlich steht da jetzt eine rote Pylone. Wo ist eigentlich mein zweiter Gangster hin? Da ist mein zweiter Gangster. Blöde Pylone. Da haben wir auch gleich einen grünen Ghost have taken our building. Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann bauen wir hier mal wieder ein paar Stück. Und ich würde sagen, das war's dann eigentlich auch schon mit der heutigen Folge von Street Wars Constructor Underworld. Das eine Gebäude würde ich gerne noch fertig bauen. Und hier... Oh, warum kann ich jetzt eigentlich hier die nächsten Gebäude bauen? Interessant. Interessant. Das ist leider... Reicht hier der Platz nicht aus für das Hotel. Schade. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, für den Undertaker zum Upgraden brauchen wir Licht, Telefon und eine Kakerlakenfalle. Also Licht, Kakerlakenfalle und ein Telefon bauen wir mal hier hin. Gut, dass früher die Telefone alle draußen waren. Ansonsten gilt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie immer gilt, grüßli, euer Mr. Krutzi. Bis dahin, tschö, tschö.